In München sind die Rettungssanitäter Andi Friedrich und Andreas Kagerer unterwegs zu einem Patienten mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall. Jetzt zählt jede Minute, denn das bedeutet immer akute Lebensgefahr. Dieses Mal ist eine ältere Frau betroffen. Zusammen mit ihrem Mann wartet sie bereits vor dem Haus. Ich habe schon versucht, aus dem Fenster rauszukommen. Ich kann sie nicht mehr aufhalten. Also ich kann sie aufhalten, aber nur noch mit Gewalt. Okay, getrunken hat sie aber nichts. Gut. Haben Sie jetzt gerade einen Schwindel? Ja. Nicht? Ist Ihnen schlecht? Da waren doch halt schon welche da, die sind ja schon dafür. Hier war niemand. Es war niemand hier. Ist sie vorbelastet? Leichte Demenz? Ist sie Vorerkrankungen? Hat sie Vorerkrankungen? Nein. Nimmt sie Medikamente gegen irgendwas? Ja, Blutdruck. Okay. Gut. Na gut, wollen wir mal kurz ins Auto gucken? Ja. Ja? Kommen wir mal. Gut, kommen Sie mal mit mir mit. Ich mag aber nicht ins Krankenhaus, gell? Jetzt schauen wir mal, was mit einer ist. Ja? Viele ältere Menschen haben Angst davor, ins Krankenhaus zu kommen. Doch die Entscheidung liegt nicht allein bei der Patientin. Der Ehemann hat sie vor ca. 3 Stunden verwirrt in der Wohnung aufgefunden, wollte zum Fenster rausklettern, sieht Menschen vorm Haus, die nicht da sind. Dann hat er uns alarmiert und wir werden jetzt mal die Dame mitnehmen ins Krankenhaus, um einen Schlaganfall auszuschließen. Bei älteren Menschen kommt es natürlich schon vor, dass sie ab und zu mal zu wenig trinken oder dass die Altersdemenz einfach langsam kommt, aber ausschließen können wir es nicht. Denn Verwirrung und Vergesslichkeit können durchaus Symptome von Schlaganfällen sein. Was haben wir denn heute für einen Tag? Samstag, also 1. Mai. Okay. Wissen Sie auch das Datum? Also 1. Mai. Sehr gut. Wissen Sie, warum Sie gerade bei uns im Auto drin sind? Ja. Warum Ihr Mann uns gerufen hat? Ja. Weil ich will heute aufstehen und warm gehen. Mhm. Aber Sie waren doch schon daheim. Ja, das waren noch viel mehr Leute da. Ja, aber Ihr Mann sagt, da war gar niemand in der Wohnung. Machen wir es folgendermaßen. Ich weiß, Sie wollen es eigentlich nicht, aber jetzt darf man mal mit einer ins Krankenhaus reinfahren, dass die einmal einen Scan machen vom Kopf, nicht, dass sie einen kleinen Schlagerl haben. Ja. Weil Ihr Mann sagt, Sie sind ziemlich verwirrt gerade. Das ist jetzt alles nichts Schlimmes, da brauchen Sie keine Sorgen machen. Dass sie jetzt so verwirrt ist, können Sie das zeitlich festmachen. 1 Stunde, 2 Stunden, heute Nachmittag. Das geht jetzt schon seit über 2 Stunden, 3 Stunden geht das schon. Okay, also weniger oder mehr als 6 Stunden? Weniger. Weniger? Okay. Die Behandlung eines Schlaganfallpatienten muss dringend innerhalb der ersten 6 Stunden nach dem Hirnschlag erfolgen, sonst drohen irreparable Schäden. Die ältere Frau bekommt jetzt eine Infusion mit einer Kochsalzlösung. Also es ist fraglich, ob sie vielleicht einen kleinen Schlaganfall hat. Sie hat zwar so jetzt keine Seitenzeichen oder irgendwas dergleichen, dass es irgendwas gelähmt wäre oder so. Auch keine anderen Zeichen, keine Pupillendifferenz oder irgendwas dergleichen. Aber sie ist halt laut den Aussagen vom Ehemann ein bisschen verwirrt gerade. Das müssen wir halt angucken lassen. Wir sind noch im Zeitfenster. 6 Stunden hat man meistens, wenn man noch in die sogenannte Stroke Unit fahren kann. Und genau, wenn wir jetzt einfach mal ins Krankenhaus schauen, die machen ein CT vom Kopf. Schauen, ob da vielleicht ein Verschluss ist oder eine Blutung und was man da für Schritte einleiten kann. Viele Kliniken verfügen über eine sogenannte Stroke Unit. Diese Stationen sind auf die Erstbehandlung von Schlaganfallpatienten spezialisiert. Jetzt geben Sie mir noch einmal die Hände und die andere und jetzt drücken Sie einmal zu. Jawohl, perfekt. Gut, jetzt geben Sie da mal Gas. Jawohl, am anderen Fuß, passt da. Sehr gut. So, einmal geradeaus nach vorne gucken. Im Moment deutet nichts, außer die plötzliche Verwirrtheit der Patientin, auf einen Schlaganfall hin. Doch die Sanitäter müssen auf Nummer sicher gehen und bringen sie deshalb ins nächste Krankenhaus. Mittlerweile ist es 4 Uhr nachts und wieder braucht jemand Hilfe. Also wir müssen jetzt zum Bahnhof fahren. Da wurde ein Mitarbeiter von der Deutschen Bahn mit dem Elektroschocker tätlich angegriffen. Warum, wissen wir nicht. Fakt ist bloß, es kann halt eben zu Herzrhythmusstörungen führen. Elektroschocker können im schlimmsten Fall einen tödlichen Herzinfarkt auslösen. 8 Minuten später sind die Rettungsassistenten am Münchner Ostbahnhof. Ein Security-Mitarbeiter der Bahn erwartet sie schon. Ja, was war denn da?
Okay, und dann da hat er einen Taser, oder? Aber das war nicht ich, das war nicht ich. Ja, ja, so die müssen. Das Meldebild war eine Massenschlägerei zwischen Sicherheitskräften und Jugendlichen mit Verletzten auf beiden Seiten. Darunter ist auch die Meldung eingegangen, dass Elektroschocker im Spiel war, der wohl einen Bahnmitarbeiter getroffen hat. Wir müssen jetzt erstmal reingehen und den Sachverhalt klären. Die beiden Opfer wurden auf die Wache der nahegelegenen Bundespolizei gebracht. Neben dem Mann, der den Elektroschocker abbekommen hat, wollen die Sanitäter auch noch einen Security mit einer Kopfprellung ins Krankenhaus bringen. Doch der ist verschwunden. Wir brauchen jetzt. Wo ist denn der? Bitte? Nein, ich brauche den anderen Kollegen noch von der DB. Den nehmen wir nämlich mit. Der ist abgekommen. Der ist hier lange da. Der ist anscheinend schon vor. Ha? Der ist anscheinend schon vor. Wer? Der zweite. Der ist in die Richtung. Achso? Ja. Zumindest das Opfer des Elektroschockangriffs können Andi Friedrich und Andreas Kagerer mit zum Krankenwagen nehmen. Dort angekommen taucht auch der zweite verletzte Sicherheitsmann auf. Okay, einmal rein. Ja, wie machen wir es? Einer liegend? Ja, das machen wir, sonst gibt sich das mit Platz genau. Aus. Gut, dann will ich mal sagen, dass Sie sich hinlegen. Das Sicherheitspersonal ist also von mehreren Angreifern attackiert worden. Schläge auf die Brust und unter anderem ist er mit dem Elektroschock traktiert worden. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, das Ganze mal ein bisschen zu überwachen, weil gerade mit so einem Elektroschock sollte man halt da schon auf der sicheren Seite sein. Muss nicht, aber die Möglichkeit besteht. Mit dem anderen Herrn, der hat einen Schlag ins Gesicht bekommen. Sie nehmen jetzt ebenfalls mit, dieselbe Fachrichtung chirurgisch, das Ganze mal abzuklären wegen einer Gehirnerschütterung. Genau. Also das Schlimmste, was eben beim Elektroschocker passieren kann, ist dadurch, dass halt, wie der Name schon sagt, ein Strom durchfließt durch den Körper, kann es halt in den schlimmsten Fällen einfach zu einer Rhythmusstörung kommen. In Form von Vorhofflimmern oder halt, je nachdem wie die Stromstärke war, auch mal ein Kammerflimmern. Deshalb fährt Andreas Kagerer auch mit Blaulicht in die nächste Notaufnahme. Die beiden Wachmänner wurden offensichtlich ohne Vorwarnung von mehreren Tätern attackiert und stehen immer noch unter Schock. War das denn mit dem Elektroschocker so, dass wirklich so ein paar Schocks abgegeben wurden oder bist du gleich weg? So einmal, das war jetzt 2 Sekunden vielleicht. Okay. Und hat schon ein bisschen länger angefühlt, wie es war. Und danach dann noch? Dann bin ich weg und dann habe ich umgedreht und dann waren die Schläge. Okay. Eigentlich wollten die Securities am Bahnhof nur einen Streit zwischen 2 Gruppen schlichten. Am Ende wurden sie von beiden Parteien angegriffen. Das Ergebnis: Notaufnahme. Warten halt beide jetzt auch auf ihre Untersuchungen, kriegen halt beide jetzt einen Renten. Und dann, wenn beim einen nichts ist, dann kann er gleich wieder gehen mit den Schlägen an den Kopf. Wenn beim anderen nichts ist, muss halt noch ein Kardiologe schnell drüber gucken, ob das sicher ist, ihn jetzt gehen zu lassen nach der Taser-Attacke. Falls nicht, muss er halt noch hier bleiben zur Überwachung. Wenn es sicher ist, dann kann er dann auch baldestmöglich wieder gehen.